Hi, was geht ab? Ich bin's wieder, Matthias. Heute machen wir ein geiles Regenbogen-Risotto. Ihr braucht richtig wenige Zutaten. Es ist wirklich für Kinder geeignet. Es ist vegetarisch. Es ist wirklich einfach nur kinderleicht nachzumachen und genial im Geschmack. Also vertraut mir, macht es auf jeden Fall zu Hause nach. Viel Spaß beim Zuschauen. Wir legen direkt mal los. Also bleibt dran. So, jetzt fangen wir an mit der Zwiebel. Einfach schälen und in feine Würfel schneiden. Jetzt einfach ein bisschen Olivenöl in die Pfanne geben. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber da könnt ihr ruhig ein bisschen mehr machen, weil das Ganze noch Geschmack gibt. Und wie vorhin schon gesagt, wir kochen ohne Weißwein, weil es auch für Kinder sein soll. Ich weiß, Weißwein verkocht mit der Hitze, wenn ihr das dazugeben würdet, aber das ist auch gar nicht schlimm. Jetzt geben wir einfach die Zwiebeln in die heiße Pfanne. Ja, jetzt seht ihr sofort, wie der ganze Geschmack von der Zwiebel in das Olivenöl kommt. Ihr kriegt sozusagen so ein Oliven-Zwiebelöl, macht ihr euch da gerade. Ja, das ist eigentlich der ganze Sinn dahinter. Jetzt einfach direkt, das sind so 250 Gramm Risotto, einfach dazugeben. Ja. Und jetzt, wenn das soweit ist und das Risotto so leicht aufgesprungen ist, könnt ihr einen Schuss von unserer Gemüsebrühe, kriegt ihr in jedem Supermarkt schon eine schöne Brühe. Das ist für zu Hause vollkommen in Ordnung, ja. Und ihr gebt jetzt einfach schön dazu und löscht das Ganze ab. Gar nicht zimperlich sein, also schon ordentlich was dazugeben. Seht ihr das, wie schön das hier vor sich hin köchelt? Jetzt drehen wir die Pfanne. Wir hatten die Pfanne gerade wirklich auf volle Pulle eingestellt, so volle Leistung, Vollgas. Das drehen wir jetzt ein bisschen runter, so macht ihr die Hälfte, okay? Und lasst es so leicht vor sich hin köcheln. Ihr seht, wie das Ganze ein bisschen dicker wird, wie das hier ein bisschen sich alles bindet. Aber auch dieses Braune von den Zwiebeln, der ganze Geschmack mit dem Olivenöl ist da. Das wird später richtig krass. So, jetzt nehmen wir uns hier die Kirschtomaten. Und das ist jetzt so ein kleiner Trick, weil die meisten, die sind gewaschen. Dann nehmt ihr die einfach, legt ihr hier auf so ein Brett. So, könnt ihr auch auf den Teller legen und legt einfach einen Teller oben drauf. Okay? Und wenn ihr den Teller oben drauf legt, die Hand über den Teller legt und dann hier lang schneidet, dann könnt ihr die Kirschtomaten halbieren. Seht ihr das? Wie wir die jetzt alle halbiert haben. Hier sind super halbierte Kirschtomaten. So schnell kann das gehen. Risotto lassen wir jetzt ungefähr so, das braucht 20 Minuten wirklich, dass es einen schönen Biss hat. Wir lassen das so 15 Minuten vor sich hin garen, also so richtig chillig hier köcheln. Ab und zu umrühren, das ist wichtig beim Risotto. Ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit da stehen und irgendwie so hier den hier bringen. Ihr könnt auch mal gerne mal, also ich, einen Fernseher anmachen, ein bisschen Fernseher gucken, irgendwas bügeln, also wie ihr Lust drauf habt. Es geht nur darum, dass man mal ein bisschen danach schaut. Das ist das Einzige, was das Risotto halt braucht, ja. Ein bisschen Aufmerksamkeit. Das will nicht alleine gelassen werden, sonst ist es traurig. Guckt euch das mal an, wir haben vorhin bestimmt 300 Milliliter Brühe dazugegeben. Die ist komplett aufgezogen vom Risotto. Einfach weg. Ciao, Brühe ist weg. Jetzt nehmen wir uns einfach hier neue Brühe und gießen das wieder mit rein, ja? Da könnt ihr, braucht euch auch keine Sorgen zu machen, wenn es ein bisschen schwämmig wird. Das kriegt ihr immer wieder gebunden. So, jetzt haben wir hier unsere Zucchini gewaschen. Ihr müsst nur die Enden abschneiden. Machen wir zack und zack, ja? Das kommt beiseite. Und jetzt nehmt ihr die Zucchini, halbiert sie. Jetzt schneidet ihr sie einfach hier so in so ein, das ist vielleicht so ein Zentimeter, ja? Wieder zum Risotto, ja? Gucken wir uns das mal an. Ihr seht, es ist auch schon dicker geworden, seht ihr das? Salz. Pfeffer, hier unsere Karotte geschält, auch wieder dasselbe wie bei der Zucchini, die Enden einfach abschneiden. Und ich würde die Karotte jetzt genauso wie die Zucchini auch halbieren, okay? Dann habt ihr ungefähr auch gleichmäßige aussehende Stücke. Halbiert, nebeneinander legen und jetzt einfach wieder ungefähr in der gleichen Dicke runterschneiden wie die Zucchini. Ist aber auch nicht schlimm, wenn ihr sie ein bisschen dicker oder ein bisschen feiner macht. Also da passiert nichts. Ja? Und wirklich, wenn ihr merkt, dass das Risotto Brühe verliert, immer wieder einen kleinen Schuss zugeben und dann könnt ihr das Ganze so mixen. Weil ihr müsst darauf aufpassen, dass es einfach nicht zu trocken wird. Ja? Sonst, weil irgendwann zieht dieses ganze Risotto, zieht diese Brühe rein und ist dann trocken. Und dann bleibt es auch irgendwann kleben, klar. Und jetzt könnt ihr es immer so reindrücken und ihr seht, wie der Rest wieder reinfällt. Seht ihr das? Wenn ich das jetzt so, das ist so ein Trick,
Ihr nehmt es einfach an der Seite und drückt es dann so rein und das fällt rein, okay? Und das macht ihr die ganze Zeit mit allen Seiten. Und dann habt ihr immer wieder die gleiche Konsistenz beim ganzen Risotto. Seht ihr das? Und sobald ihr merkt, dass es nicht mehr so gut reinrutscht, habt ihr zu wenig Flüssigkeit drin. Das könnt ihr voll gut kontrollieren damit. Dass ihr dann einfach zu wenig Flüssigkeit habt und wieder was nachgeben müsst. Das ist wieder ein bisschen Brühe. Wieder reindrücken, 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 reindrücken. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo das Risotto ungefähr noch 5 Minuten braucht. Deswegen können wir das Gemüse, was wir hier geschnitten haben, einfach ganz locker, flockig hier mit reinschmeißen. Seht ihr das? So, und jetzt das ganze Gemüse, was circa 5 Minuten braucht, lasst ihr hier einfach mit einkochen, okay? Wenn die Leute, ihr wisst ja, wie es bei Familien meistens ist. Tobi, kommst du essen? Ja, ich bin gleich unten. Dauert immer länger, bis der am Tisch sitzt, deswegen einfach direkt ein bisschen früher aus der Pfanne rausholen oder holt einfach den Deckel und ihn drauf. Atmen wir mal 5 Minuten und gucken, was dann passiert ist. Interessant. Machen wir den Deckel mal ab. Da können wir jetzt mal gucken, wie das Gemüse geworden ist. Seht ihr das? Genauso wollen wir das haben. Wie das schön vor sich hin köchelt. Und das Gemüse jetzt auch schon schön bissfest geworden ist. Ja, das seht ihr daran, dass wenn ihr sowas rausnehmt, gut, dann seht ihr, wie das nachgibt. Und jetzt können wir langsam unsere Kirschtomaten hinzugeben, die wir hier ja vorhin geschnitten haben mit dem Teller, das habt ihr ja gesehen. Die geben wir jetzt einfach alle dazu. Seht ihr das, diese ganzen Farben? Die heben wir jetzt einfach unter, okay? Einfach schön mit ins Risotto reinrühren. Seht ihr dieses Schlotzige? Genau das wollen wir haben. Jetzt macht ihr die Pfanne komplett aus. Einfach die Pfanne ausmachen. Okay? Auf null. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen was von diesem frischen, schönen Basilikum hier. Ein paar Blätter. Und unterheben, ja? Genau so. Guckt euch das mal an. Dieses geil cremige hier. So muss ein Risotto sein. Du kriegst oft bei irgendwelchen Restaurants kriegst du so ein trockenes Risotto. Das ist vegetarisch, es ist kein Alkohol drin. Das ist perfekt für Kinder geeignet, aber auch für Erwachsene. Im Sommer ist es der absolute Hammer. Vertraut mir, macht es daheim nach. Bitte macht ein Foto, stellt es auf Instagram, Facebook ist egal, macht einen Hashtag. Regenbogenrisotto. Und jetzt zum Schluss beim Regenbogen darf ja niemals der Regen fehlen. Und deswegen jetzt ein bisschen schön Parmesan, kriegt ihr auch in jedem Supermarkt. Oder Grana Padano könnt ihr auch nehmen, ist ein bisschen günstiger als Parmesan-Käse. Einfach oben, guckt euch das mal an, wie das jetzt hier so drauf regnet, ja. Der ganze Regen, um den Regenbogen hier entstehen zu lassen, kommt jetzt ins Risotto rein. Da könnt ihr auch so viel machen, wie ihr wollt. Manche mögen mehr, manche mögen weniger. Das ist unser Risotto. Jetzt stellt euch vor, Sommer, 30 Grad draußen. Ihr habt Hunger mittags, habt ein schönes Risotto vorbereitet. Alle sitzen im Garten auf der Terrasse. Viel Spaß beim Nachmachen. Jetzt richten wir das an und geben das hier auf den Teller schön mittig. Okay? Natürlich auch die ganzen Farben dazu. Und ich würde im Sommer, wenn es wirklich warm ist, nicht zu viel servieren. So kleine Häufchen machen. Ihr seht, wie leicht es zu machen ist. Ihr seht, wie schön es präsentiert werden kann mit diesen ganzen Zutaten. Guckt euch mal diese ganzen Farben an. Wenn das kein Regenbogenrisotto ist, was ist es denn dann? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr auf irgendein Gericht oder wenn ihr irgendwas nicht traut zu machen und ihr wollt mal sehen, wie das funktioniert. Oder ich zeig's euch, ich mach's nach. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.